Ja, wunderschönen guten Abend. Wir sind mal wieder beim samstäglichen Verantwortungstreff hier der FF. Tenor ist ja, wir sollten uns öfter mal Gedanken machen über Verantwortlichkeit unserer Lebensabläufe, statt dass wir nur über irgendwelche Einzelthemen sprechen, die vielleicht gar nicht verantwortlich sind. Ja, also einmal die Woche eine Stunde oder so könnte ja eigentlich nicht verkehrt sein, über Verantwortlichkeit nachzudenken. Wir sind normalerweise hier ein erlesenes kleines Team. Also heute sind zwei von den meist drei Leuten, die immer sonst dabei sind. Heute sind der Dylan und ich mit dabei. Und dann ist dazugekommen der Herr Clemento oder Herr Lischka, der sich für die Partei des Gemeinwohls mit engagiert. Ja, in diesem Sinne, heute müssen wir, ich sage das mal gleich vorweg, damit alle Bescheid wissen, mit besonderen Umständen leben. Ich lehne hier an Mülltonnen gelehnt, weil ich in einem der alternativen Projekte bin, um die ich mich mit kümmere. Und das ist eine Genossenschaft, die nach viel Strudeln jetzt versucht, so auf die Ebene, ja, der freien Argumentekultur auch zu kommen. Also statt irgendwelcher Manipulationen und Intrigen, dass man mit ehrlicher, offener Argumentation eine Grundlage des Zusammenlebens und Zusammenwirkens aufbauen möchte. Also man kann auch sagen, ein Versuch in Richtung so einer aufgeklärten Kommune. Okay, soweit als Einleitung. Also heute wird es auch kürzer sein. Also ich denke mal 10 oder so können wir Schluss machen, wenn wir bis dahin vielleicht schon ein paar wichtige Sachen besprochen haben. Und ich gebe für den ersten Beitrag an den Herrn Dylan. Ja, vielen Dank. Ja, und Herr Lischka ist ja sozusagen in der Partei des Gemeinwohls, die ja vor circa einer Woche gegründet wurde. Der Herr Eckenberger ist ja jetzt auch Vorstandsmitglied, offizielles Vorstandsmitglied. Die Nachricht an den Bundeswahlleiter ging ja schon raus. Er ist ja jetzt sozusagen das dritte Vorstandsmitglied. Und ja, und der Herr Lischka ist ja sozusagen in der Partei eigentlich der Spezialist für Projektideen. Also zum Beispiel in der Partei haben wir zum Beispiel das Konzept Null Obdachlosigkeit und Wohnraum, aber und haben auch davon geredet, dass wir eventuell kurzfristig einfachen Wohnraum im Schnelldurchgang bauen müssen. Und Herr Lischka hat dann zum Beispiel die Idee dieser Kapselhotels, dieser speziellen Bauten, die man innerhalb weniger kürzester Zeit, wo man ganz viel Wohnraum schaffen könnte, gebracht und hat eben viele andere praktische Projekte. Und das ist, und die passen halt aber auch gut zu den Grundsatzreformen, zum Beispiel seine Verkehrsprojekte, die so mit neuen Fahrzeugen, Dreiradfahrzeugen mit Muskelkraft und Elektro sozusagen, das passt alles sehr gut zu dem, was unsere Vorstellung ja auch bei der Mobilitätswende ist, nämlich wegzukommen von diesen giftigen Fahrzeugen und diesen gefährlichen Fahrzeugen und so weiter. Und ja, und da ist er ja für Projekte zuständig und bringt immer wieder neue Projekte ein. Und ja, und ich bin eben als Berater der Partei natürlich immer für die grundsätzlichen strategischen Reformen, politischen Reformen, für auch eventuelle Reformen, die sogar Verfassungsänderungen mit einschließen. Das ist halt so meine Aufgabe als Berater jetzt auch für die Partei und für die entsprechenden Parteipunkte. Und jetzt hatten wir am letzten Donnerstag, kam eine ganz tolle neue Idee auf. Da war eine breite Akzeptanz der Wohlfühlstimme als ein mögliches Steuerelement für die Gemeinwohlwirtschaft. Und da habe ich jetzt dann auch den Leuten von der Talkshow statistische Beratung angeboten per Mail. Ich habe ja an der Uni Statistik mit sehr gut gemacht, die Prüfung, ja. Und denn man sollte das schon mit Beratung machen, damit man, wenn man experimentiert mit der Wohlfühlstimme außerhalb des Kontexts, dass der Bundeswahlleiter die erhebt, ja, dann muss man schon genau überlegen, wie man dann auch eine hohe Aussagekraft kriegt für irgendetwas und nicht etwas hinmacht, was keine Aussagekraft hat. Und ich mache jetzt nochmal deutlich, worum es eigentlich auch geht bei so einer Wohlfühlstimme. Da ist es immer so, dass stellen wir uns vor, die Landesregierung Bundesland A und die Landesregierung Bundesland A, B.
Und dann vergleicht man die Wohlfühlstimmen, wie die sich entwickeln in der Landesregierung A und wie sich die Wohlfühlstimmen entwickeln und verändern in der Landesregierung B. Und dann können wir uns das Land A noch anschauen. Dann haben wir so überlappende Kreise. Wir haben zum Beispiel Kunden des Marktleiters A und wir haben Kunden des Marktleiters B. Und manche Kunden kaufen auch in beiden Märkten ein, aber nicht alle. Und dann haben wir zum Beispiel den Arzt A und den Arzt B. Da gibt es seltener Überlappungen. Aber die Kunden des Arztes A können sich überlappen mit dem Marktleiter B und A und so weiter. Und trotzdem kann man genau feststellen, wenn man nur guckt, wie die Kunden des Arztes A im Vergleich zu dem Arzt B und die Kunden des Marktleiters A im Vergleich zum Marktleiter B entwickeln, von der Wohlfühlstimme her, kann man sehr genaue Aussagen darüber machen, ob dieser Marktleiter der Gesundheit seiner Kunden gut tut oder schadet, oder mehr gut tut als der andere, und genauso bei den Ärzten. Und das ist eigentlich die Grundidee der Wohlfühlstimme. Und ich gebe wieder weiter an Herrn Wagner. Ja, danke schön, danke schön. Ja, ich fand das Gespräch, den Talk vom letzten Donnerstag auch sehr schön und ist ja immer was Besonderes, wenn da auch eine kreative Idee bei rauskommt, von der man denkt, sie kann eben wirklich ein guter Hebel sein und da können sich viele auch zusammentun, ob jetzt die Basis oder Leute, die eine verfassunggebende Versammlung anstreben. Und natürlich auch der Weltrat, Next Scientist for Future und von meiner Seite aus Kommunebewegung oder Schenkerbewegung. Also das fand weitgehend Einvernehmen, dass so eine basisdemokratische Wirtschaftsreform wie die Wohlfühlstimme, dass man das auf jeden Fall anbieten müsste als einen Hebel und zum einen eben, dass man sagen könnte, Ich das nenne es sollte. ja einen basisdemokratischen Dauervolksentscheid. Ja. Und also es war ja eine Perspektive eben auch, dass man das vorschlagen kann, bundesweit damit Experimente zu machen. Also am Donnerstag waren wir ganz, ganz einig, dass das jetzige System und die jetzige Politik in der verfahrenen Situation Experimentalspielräume öffnen müsste. Und das könnte natürlich bezüglich Wohlfühlstimme so aussehen, dass man da bundesweit experimentiert. Ich hatte aber auch angeregt, dass man vielleicht sogar auch lokale Experimente dann machen könnte. Also ich denke da an dieses Experiment, das mit dem zinsfreien Geld oder vergänglichen Geld gemacht wurde. Ich glaube, das heißt Wunder von Wörl, wo eine Stadt das mal ausprobiert hat. Wunder von Wörgl. Wörgl. Wörgel. Ja. Und da Okay, ist halt auch Wörgel. die Frage, es gibt auch den Hinweis, dass es deswegen zerstört wurde, weil es eventuell als Steuerhinterziehung galt. Naja, jedenfalls, es zeigte sich da, dass solche regionalen Experimente oder lokal in einer Stadt oder einem Ort, dass die schon eine ausstrahlende Wirkung haben könnten. Also es ist ja ein bisschen zur Legende geworden, immerhin, ganz egal, was da an Vorwänden auch dann geäußert wurde. Letztlich ist der Zinsmechanismus ein größerer Raubmechanismus als ein bisschen Steuerhinterziehung. Also dass, wenn man in Verhältnismäßigkeiten denken würde, gäbe es keine Rechtfertigung, so ein Experiment nicht zuzulassen. Aber ich denke, wir können auch auf dieser Ebene, das habe ich zumindest am Donnerstag vorgeschlagen, jetzt hingehen, genauso wie wir das ja mit dem Kommuneansatz machen, wo eine tolle Anzeige von Herrn Dillen ja auch geschaltet ist, wo Die er ich so. gerade einblende für die Zuschauer. Ja, das ist perfekt. Also wo der Herr Dillen und ich ja auch als Team kooperieren, um die Abstimmung mit den Füßen der Menschen gleich zur beglückendsten Lebensform vorzuschlagen. Also nicht nur Teilaspekte verändern, wie jetzt da im Wirtschaftsbereich, sondern ganzheitlich das Leben auf eine glückliche und sinnerfüllte Basis stellen. Also so eine aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, wo der Herr Dillen dann sich und mich als Supervisoren auch vorschlägt, die in Kooperation mit dem Weltrat dem Ganzen eine satte
wissenschaftliche Fundierung auch geben könnten. Ja, also das ist das eine. Und ich denke, wir könnten dieses Experiment mit der Wohlfühlstimme, wenn es nicht im großen Rahmen läuft, dann auf jeden Fall eben in kleineren Rahmen gezielt angehen. Und ich nehme an, dass da auch all die anderen Gruppen, die am Donnerstag dabei waren, eben, also es kam da kein Widerspruch zu dieser Schiene, dieser kleiner gefassten Schiene, dass man da auch in der Richtung Kooperation auf die Beine stellen kann. Ist meine Hoffnung auch, dass das gehen könnte. Ich glaube, das wird ein bisschen eher gehen als das bundesweite Experiment. Und die Frage ist natürlich genauso wie bei den Kommunen, so auch dann bei solchen lokalen Wohlfühlstimmen-Experimenten, ob das jetzige System wenigstens die Toleranz aufbringt, solche Experimentalspielräume oder ich sage auch Reservate am besten insgesamt eben halt auch für natürliche und freiwillig verantwortliche Menschen, dass das System das tolerieren würde. Also da müssen wir natürlich gucken, was da möglich ist. Okay, damit gebe ich weiter. Ja, wer ist jetzt dran? Hallo? Ja, Herr Lüschka ist dran von der Partei des Gemeinwohls PDG, die ich jetzt gleich als Bild einblende. Gut, ich wollte jetzt gleich mal anknüpfen an den Themenkomplex der Wohlfühlstimme. Also was Herr Wagner sagte von der Regionalisierbarkeit eines solchen Projektes, ne, da ist grundsätzlich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ne? Es ist allerdings so, da wurde ja schon viel experimentiert mit Niederlassungssperren für Ärzte und so weiter und so weiter. Das hat sich alles aus irgendeinem Grunde nicht bewährt. Ne? Ich kenne einen Psychiater hier in der Kölner Südstadt, der ist einfach, der schafft eine riesige Fangemeinde um sich und unternimmt auch keine neuen Patienten mehr auf. Ne? Also der Patient ist irgendwie auch mündig genug, um auch solche Vorteile für sich irgendwann mal zu verordnen, in Anspruch zu nehmen. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich eigentlich eher das Metathema einer insgesamten Entmündigung der europäischen Bevölkerung. Und das ist in Deutschland eigentlich besonders krass ausgeprägt. Das können wir jetzt bei Corona wieder beobachten, ne, dass sich eigentlich der Deutsche von seiner Mentalität gerne in die Untertanenrolle begibt und dann bis hin zum KZ-Aufseher dann eben auch die wahnsinnigsten Reglements bereit ist, knochentrocken da durchzuziehen. Ne? Und das ist also eigentlich ein verheerendes Gesamtbild, was wir da beobachten. Ne? Ja, das ist einfach, wir fangen mal bei der Wohnungsnot an. Ne? Also im Gegensatz zu unseren Nachbarländern, Holland oder was weiß ich, habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ne? Da gibt es einen hohen Anteil an Wohnungseigentümern. Ne? Die Leute haben eine Wohnung, 80% in Holland, glaube ich, ne? Und sind damit etabliert als Staatsbürger. Ne? Während hier in Deutschland wird das so klein geredet, ach ja, jo, hast du heute, hast du morgen eine Wohnung. Ne? Und dabei stellen wir jetzt fest, dass das ein unfassbares Debakel ist. Ne? Wenn man keine Residenz hat, kann man keine Geschäftsverträge mal abschließen und so weiter und so weiter. Ne? Also das ist ein unglaublich verheerender Aspekt. Ne? Das zweite ist die chronische Finanzlosigkeit und Budgetarmut großer Bevölkerungskreise mittlerweile. Ne? Das ist also auch unter dem Aspekt der Entmündigung zu sehen, der politischen. Ne? Und so weiter. Also ich habe das jetzt alles nicht vollständig in meinem im Blick jetzt, was ich noch sagen wollte. Ne? Auf jeden Fall, was der Dylan vorhin anmerkte, ne? Also Projekte, das ist eigentlich nur mein stilles Hobby und Steckenpferd. Ne? Einzelne Projekte, und da sehe ich auch auf Pilotprojekte. Ne? Das sind zum Beispiel so Wärmezelte, dass wir einen Fabrikanten suchen, der einfach bereit ist, einfach an einem Pilotprojekt als Sponsor teilzunehmen und einfach da irgendwie eine Linderung zu schaffen. Ne? Und ich hatte das Kapsel-Hostel, hatte ich ja schon in Rede gebracht. Ne? Das habe ich vorhin gerade schon eingeblendet, ja. Ne? Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, man könnte ein sogenanntes Indoor-Camping könnte man ganz kurzfristig aus dem Ärmel hauen, ja?
im Kölner Umkreis sind massenhaft riesige Lagerflächen verfügbar und man könnte da eben zum Beispiel diese wärmedämmenden Mikrozelte, die könnte man da zum Beispiel in solchen Lagerhallen verteilen, ja, und dann wäre allen geholfen, ja, und das wäre mit Sicherheit billiger, als das, was die Wohnungsämter momentan betreiben, ne? Nämlich die nehmen die Zahlen pro Nacht 50 Euro, ne? So, ja gut, das ist jetzt mal alles, ne? Ja, also genau. Und wie gesagt, diese Ideen mit diesem, auch das Kapselhotel und so weiter, die passen hervorragend zu dem, was der Weltrat so auch an politischen Reformen anbietet, denn das ließe sich dann ideal kombinieren, ja, weil das sind genau die Ideen, die dann zu dem Konzept Null Obdachlosigkeit, denn das ist ja wirklich ein Drama. Wir brauchen ja wirklich endlich das Konzept Null Obdachlosigkeit. Das ist untragbar. Der tiefere Grund ist ja aus gemeinwohlwirtschaftlicher Sicht, ist der tiefere Grund für die Obdachlosigkeit, ist, dass die Sozialspartler, also die Sozialsparten, einfach Kundschaft brauchen. Denn Obdachlosigkeit ist völlig unnötig. Aber es scheint so zu sein, dass unsere Gesellschaft wird durchmanipuliert. Und zwar, da lese ich gerade mal den Satz vor, den ich natürlich auch nachher noch gleich vorlesen wollte, nämlich, wir leben in einer Diktatur der Sparten. Der Tilo Bode von Footwatch und früher Greenpeace hatte ja ein Buch geschrieben, die Diktatur der Konzerne. Das stimmt nicht. Wir haben nicht nur eine Diktatur der Konzerne, sondern wir haben auch eine Diktatur aller sonstigen Sparten der Gesellschaft. Wir haben eine Diktatur der Sparten, das ist die richtige Bezeichnung. Und da ist es eben so, dass die Sozialsparten lauter Ideen in die Bevölkerung reinpumpen, zum Beispiel auch die Idee des Mindestlohns, die, wenn sie richtig durchgeführt wird und knallhart geprüft und durchgesetzt würde, zwangsläufig zur Arbeitslosigkeit all derer führt, die zum Beispiel pro Stunde nur eine Produktivität von 11 Euro entfalten oder weniger, die werden dadurch automatisch in die Arbeitslosigkeit geschickt und werden damit zur Kundschaft für die Sozialspartler. Und so wirken die Sozialsparten darauf hin, dass eben möglichst viele Obdachlose bestehen bleiben, ja, weil die leben davon, dass sie diese Leute betreuen, die immer mehr runterkommen, immer mehr kaputt gehen und immer mehr zerstört werden in der Obdachlosigkeit und wie Herr Lischka letztens sagte, auch immer mehr kriminell werden. Wir erleben das hier in Köln auch, dass sehr viele dann immer mehr gewaltbereit, kriminell gefährlich werden und so weiter. Und das ist ein Drama und das heißt, die Diktatur der Sozialsparten, die also überall ihre vorteilbringenden Irrtümer in die Gesellschaft reinpumpen, die führt eben auch dazu, dass eben die Gesellschaft sich eine riesige Armee an Sozialfällen hält, die gar nicht nötig wären, das Problem könnte man problemlos lösen. Nur, dann hätten die Sozialspartler nicht mehr diese Bedeutung, die sie jetzt haben, sondern müssten sich mit einem schrumpfenden System abfinden, während im Moment das Sozialsystem ständig am Wachsen ist, weil es ja auch immer mehr Obdachlose gibt und immer mehr Sozialfälle und immer mehr und viele, wir haben immer noch 3 Millionen Langzeitarbeitslose, die alle immer mehr verwahrlosen und wo immer mehr Personal der Sozialsparten Karriere machen kann und eingesetzt wird und gut bezahlt wird für die Betreuung dieser immer mehr runterkommenden Menschen, ne? Ja, von daher dieses Thema, deswegen Diktatur der Sparten. Und dann vielleicht noch so ein Satz, der dazu passt. Alle Medien bisher sind nur Werbung
Und zwar Werbung in erster Linie natürlich der großen Geldgeber. Ja, also die öffentlich-rechtlichen Medien sind nur Werbung. Die Inhalte haben nichts mit Aufklärung und Wahrheit zu tun. Die sind einfach nur Werbung, die den Verkaufserfolg von pharmazeutischen Konzernen und Medizinkonzernen und sonstigen Konzernen vergrößern können. Ich gebe weiter an Herrn Wagner. Ja, herzlichen Dank an die Vorredner. Ich muss sagen, also ich fühle mich ja total wohl hier in unserem Gesprächskreis, also mit Menschen wie euch. Also natürlich passt auch aus meiner Sicht alles super zusammen. Die Projektideen vom Herrn Lischka und die Ideen vom Herrn Dillen und das, was meine Kleinigkeit versucht mit beizusteuern. Weil wir sind hier unter Menschen, die lebensnah agieren wollen, also als Dienst am Leben und ohne diese Korruption, die alles durchzieht und entstellt auch, dass da gar keine wirkliche Hilfe bei rauskommt. Also als erschreckendstes Beispiel habe ich letztens mal gehört in einer Talkshow, wo der Lothar Hirneise interviewt wurde, ich glaube von Ken Jebsen, und es ging um Korruption. Und da hat er doch tatsächlich gesagt, er war früher auch engagiert in dem Bereich und er hat aufgehört, als er gesehen hat, wie das entstellt wird, also hinter der Hand, also die Leute sammeln Spenden ein, er hat da das Beispiel Südafrika genommen, und dann wurde das Geld in Südafrika nicht verwendet, um mit ein paar Cent jeweils da ein verhungerndes Kind am Leben zu erhalten, sondern da waren wieder Lobbys zwischengeschaltet, die gesagt haben, das Spendengeld, um jetzt hier zu helfen in Südafrika, verwenden wir für teure Chemotherapien für alte Menschen, die sich halt leisten können, dass denen eben die Chemotherapie finanziert wird, weil letztlich landete das Spendengeld dann in den Kassen der Pharmaindustrie. Und es wurde auch noch deklariert eben, als wir helfen jetzt der dritten Welt, ne? Also wir retten Leben. Für ein paar Cent die Kinder zu retten, da hat man sich nicht drum gekümmert, ne? Aber mit dem anderen konnte man ja Reibach machen, indem man Pharmaindustrie Produkte verkauft hat. Die wohl noch dazu die Sache ist, wie weit eben die Chemotherapie eine Heilungsmethode ist, aber das lasse ich jetzt mal ganz dahingestellt. Aber das zeigt, wie die Welt um uns herum, und das wurde auch am letzten Donnerstag ja beklagt, vom Leben so weit weg ist, also von den wirklichen Sorgen und Nöten der Menschen oder auch des Planeten, und dass das alles von der Korruption verzerrt und entstellt wird. Und da sind wir hier ja unter Menschen, die nah ans Leben ran wollen und dem Leben dienen wollen und die Korruption beenden wollen. Und das machen wir halt mit diesen Hebeln. Also ich bin da sehr begeisterungsfähig für. Ich habe ja selbst am Anfang, als ich meine alternative Karriere in Anführungszeichen gestartet habe, war ich in einer Emmaus-Gemeinschaft. Also es ist so eine Idealistenbewegung, die in Frankreich vom Abbé Pierre gegründet wurde, wo Menschen aus Idealismus mit Menschen von der Straße einfach WG-mäßig auch zusammenleben. Und die sind auf die einfache Idee gekommen, als Wirtschaftsgrundlage Lumpen sammeln oder Müll sammeln. So wurden die auch genannt, die Lumpensammler von Emmaus. Also die machen im Grunde das, was der Obdachlose auf der Straße eh macht. Der guckt in die Mülleimer. Und so haben die das auch gemacht, haben Wohnungsauflösungen am Ende gemacht, haben das Zeug in den Markt wieder verkauft und konnten eben auch nicht sich selbst finanzieren, sondern auch dritte Weltprojekte. Und ich, der ich ja auch ein paar Jahre so als freiwillig Obdachloser gelebt habe, habe da auch schon solche Mini-Behausungen mir gedacht, hat der Abbé Pierre übrigens auch schon gemacht, sogar illegale Wohnsiedlungen, so Blechhütten oder kleine Hütten da für die Obdachlosen. Und als die Polizei kam und hat gesagt, das, was sie hier machen, ist verboten, hat er gesagt, also kann nicht sein. Er kümmert sich ja nicht um Leute, die seine Leute sind. Er kümmert sich um die Leute, um die der Staat sich kümmern müsste. Also illegal wäre höchstens, dass der Staat seine Fürsorgepflicht für die Menschen so verrät. Ne? Aber nicht, dass er ihnen Hütten baut. Ja, und solche Sachen. Also das ist der Geist, aus dem wir handeln müssen, wenn wir echte Menschlichkeit und Verantwortlichkeit ins Geschehen reinbringen wollen. Und da versuche ich ja überall, wo ich kann, eben zu kooperieren, als Motor auch was mitzubewirken. Also ich finde es genial, wie der Herr Dillen und ich da jetzt für die Kommune-Bewegung oder Kommuneentwicklung zusammenwirken. Das wäre ja letztlich der Generalschlüssel, sowohl jetzt, dass die Menschen dadurch auf ganzheitliche Weise voll glücklich würden und wäre der Zustand, wo am Ende wirklich es auch ein rundes Bild ergibt, Verantwortlichkeit für die Welt, also global denken, lokal handeln. Also das ist das. Und auch jetzt bei Reformkonzepten wie der Wohlfühlstimme. Also da finde ich das sehr wichtig, dass wir auch alle Facetten ausschöpfen. Und ich würde mich freuen, wenn diese Idee, dass wir da regionale Experimentalmodelle
machen müssen, wenn die auch was Gutes beisteuern kann. Ja, und dort gibt es ja in den Projekten vom Herrn Wagner gibt es ja auch schon Wohnplätze, viele Wohnplätze. Ich habe das so verstanden, dass irgendwo circa 10 Projekte existieren. Ja, also prinzipiell, wir haben jahrelang, haben wir gesagt, wir nehmen auch Leute von der Straße einfach bei uns auf, teilen auch mit denen so familiär unser Leben. Das sogenannte Haus der Gastfreundschaft, kann man nachlesen in den alternativen Projektverzeichnissen, hat den Versuch dargestellt, möglichst bedingungslos und menschheitsfamiliär auch Obdachlose bei uns aufzunehmen. Also ich sage aber dazu, im Moment hinken wir da ein bisschen auf dem Zahnfleisch oder laufen auf dem Zahnfleisch, weil wir zu wenig aktive Mitidealisten haben. Ne? Also man braucht ja immer die Starken, um die Schwachen zu tragen. Und im Moment sind wir sehr stark gehandicapt, weil wir in den Projekten oft nur einen Projektverwalter haben oder sowas und viel zu wenig Leute, die mit hinkommen, um auch solche Sozialarbeit dann ja durchführbar zu machen. Okay, aber das ist ein anderes großes Thema. Wo sind die Starken, um die Schwachen der Welt zu tragen? Ja, Clemento. Ja. Wollte ich gerade mal einen Satz dazu sagen. Ja, Sie sind dran. Ja, wunderbar, umso besser. Also das mit der Diktatur der Sparten ist schon eine unfassbar wichtige Sichtweise auf dem Weg zur eigentlichen Wahrheit, in der wir jetzt hier befangen sind. Also es geht um einen unfassbaren Technologiesprung in der Menschheitsgeschichte. Ja? Corona ist ja bloß ein winziger Teilaspekt in dieser ganzen dieses technologischen Impacts, den wir hier erleben, ja. Und es gibt ja glaubwürdige Stimmen, die sagen, dass das ein riesiges Komplott ist und es trägt alle in der Tat alle Züge eines völlig professionellen Marketingfeldzuges, also eine Negativmarke. Also Corona wird als Negativmarke äußerst erfolgreich vermarktet, ja. Und jetzt komme ich zu dem Zuwachs der einzelnen Sparten und da fallen die Securities ins Auge, die jetzt massenweise hier diese Szenario bevölkern mit ihren gelben Schutzwesten. Ja, massenweise, es werden von Tag zu Tag mehr. Und der Otto Normalverbraucher stellt sich die Frage, was geht hier ab? Und das kann ich euch genau sagen. Die Genindustrie hat den ist vorgeprescht, ne, als eine der ersten. Und die Aufgabe des Corona-Wahnsinns war, um den Verbraucher in eine völlige Position der Unmündigkeit zu buxieren. Das ist denen wundervoll gelungen. Wir haben eine einzige Panik. Ja, hat Michael Stolper nur noch verstört darum. Ne? Den kann man nicht mal anständig reden. Ne? Und es wird folgen, wie die anderen Industrien eben die Roboterindustrie, ne, da werden sich die Securities in die Jacke pissen, ne, weil die Roboter nämlich die Securities ersetzen werden. Das wissen die nur noch nicht. Ne? Und als zweites kommt dann eben die künstliche Intelligenz, die wird dem Menschen den Rest geben. Ne? Weil da werden die letzten Jobs, also was weiß ich, irgendwie Chefarzt oder Flugkapitän oder was, die werden dann in die Wüste geschickt. Ja? Und ich weiß, als alter Trapper und Fallensteller, ja, wenn man keinen Zoom in der Tasche hat, dann ist man, dann findet man gar nicht mehr statt. Dann findet man gar nicht mehr statt. Ne? Das kannst du, also wenn die Brotberufe den Bach runtergehen, und wir stehen kurz davor, die gesamten Lehrerschaften hier, wir haben 1 Million Lehrer hier in Deutschland ungefähr, ne, die werden in die Wüste geschickt. Weil die auch ganz bezahlbar sind. Also ich meine, die Lehrerpension allein, die fressen ja schon einen Großteil des Bruttosozialproduktes auf im Jahr, ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Aber am Ziel steht die völlige Verunmündigung des Zivilisten, ja? Und die völlige Vermarktung, also der Kranke ist der Gute, ja? So kann man es sagen, ja? Ne? Und der Hässliche, der ist auch der Gute, weil er geht zur Schönheitsoperation, ja? Und so weiter. Das ist die perfide Logik, mit der wir es hier zu tun haben, ja? Und wenn wir nicht richtig aufpassen, dann ist es Sinn, dass die letzten freien Wahlen, die wir erleben, ja? Weil wenn die Security, ich habe die erlebt, das war wie bei Asterix und Obelix. Die haben Schildkröte gemacht vom Ordnungsamt, ja? In schwarzen Uniformen, die treten martialisch auf in großen Gruppen, in Großgruppen, in Laufschritt und so weiter. Und die machen hier Blindfahrten mit Alarmen, mit Blaulicht. Für null ist nichts, ja. Ich habe eine Probe zurück, ja. Die fahren von A nach B. Da ist überhaupt nicht. Die machen einfach nur
Alarm, um das Volk weiter einzuschüchtern, ja, um hier eine Bedrohungssituation zu erzeugen, ja. Ich empfehle Ihnen, dass wir das erstmal im kleinen Kreis deckeln und überhaupt erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was hier abgeht, ne? Ja, das ist der Punkt, ne? Also was mich eigentlich jetzt hauptsächlich im Moment interessiert, ist, inwieweit sind wir geschäftsfähig für Pilotprojekte? Inwieweit können wir an Fabrikanten herantreten und sagen, das und das Pilotprojekt hätten wir gerne hier am Ort realisiert. Ne? So, Punkt. Ja, also das mit der inneren Sicherheit und den Security, diese ganzen Fehlentwicklungen, ja, das ist alles auch ein Riesenthema. Das ist aber alles der Wahnsinn dieses marktwirtschaftlichen Systems. Das geht einfach, das macht einfach immer mehr kaputt, ne? Und deswegen brauchen wir ja Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft und statt Pseudoplanwirtschaft, ja? Also statt Pseudokommunismus und Pseudoplanwirtschaft und Marktwirtschaft brauchen wir Gemeinwohlwirtschaft. Es geht nicht anders, weil es sich immer mehr zeigt, dass die Marktwirtschaft alles zerstört. Die wird alles zerstören und zerstört immer mehr. So, aber ich habe noch ein paar Punkte, die ich abhaken muss hier. Also noch einmal zurück zu dieser Statistik. Bei der Wohlfühlstimme macht man immer Gruppenvergleiche und der einzige und stabile Unterschiedsfaktor ist zum Beispiel Arzt A oder Arzt B. Ist jemand bei Arzt A oder ist jemand bei Arzt B? Und dieser Unterschied, diese Gruppenvergleiche, das ist genau das Zauberding, was viele auch gar nicht verstehen. Heute hatte ich wieder einen Gesprächspartner, der auch von Statistik zu wenig Ahnung hatte und nicht verstand, dass normalerweise in großen Gruppen sich alle anderen Faktoren zufällig ausgleichen. Und dann kann man wirklich sagen, wenn da ein signifikanter Unterschied ist zwischen diesen Gruppen, dann müsste das auf den entscheidenden, stabilen Unterschiedsfaktor zurückzuführen sein. Ich glaube, man nennt das auch die sogenannte unabhängige Variable. Ja? Na gut, aber die Fachsprache ist da nicht so wichtig. Ja, und dann repräsentative Wählerstichprobe in Bundesland A müsste mehrfach einberufen werden können. Also das heißt, wenn die Leute jetzt mal mit der Wohlfühlstimme experimentieren wollen, ohne dass es politisch umgesetzt ist, dann müsste man sich klar sein, idealerweise bräuchte man, und die Basis könnte das ja problemlos finanzieren, Wahlforschungsinstitute, die repräsentative Wählerstichproben nicht nur einmal kontaktieren, sondern zu einem späteren Zeitpunkt wieder anrufen und dann könnten Sie sehen, wie sich im Bundesland A diese repräsentative Wählerstichprobe entwickelt vom Wohlfühlen her, verglichen mit dem Bundesland B, wo dann auch wieder eine repräsentative Wählerstichprobe jetzt sozusagen die Wohlfühlstimmen erhoben werden müssen und dann vielleicht in 3 Monaten nochmal angerufen werden kann. Und dann sieht man, ob die unterschiedlichen Landesregierungen Unterschiede machen. Übrigens ist das Ganze natürlich auch auf die Medien geeicht. Wir müssen die Medien, wir müssen mal Medien ganz neu denken. Eigentlich sollten Medien, genau wie die Wissenschaft, Wahrheitslieferanten sein, die unser Leben durch nützliche Wahrheiten konstruktiv verbessern und also auch zu einem erhöhten Wohlfühlen führen. Und deswegen müssen auch Medien in Zukunft grundsätzlich mit der Wohlfühlstimme sozusagen, muss über die Verdienstzuschüsse entschieden werden, damit die Medien wieder zum ersten Mal seit langer Zeit Wahrheitslieferanten und nicht Werbungslieferanten werden. Im Moment machen ja die Medien zusammen mit der politischen Kaste Werbung für Impfungen, ja, für Produkte. Ich habe das heute auch nochmal deutlich gemacht, machen wir uns nochmal klar. Wir hätten also, im Moment ist die Situation, als würde gerade McDonald's Deutschland regieren. Ja, McDonald's
würde uns sagen, das Gesunde, uns sagen, Leute, ernährt euch gesund, kauft Pommes frites und Hamburger und Zuckergetränke bei McDonald's. Und genauso skandalös ist es auch, dass man die genauso profitorientierte Medizinindustrie, dass man die im Moment zum Diktator über Deutschland macht und für die nur noch Werbung macht. Also Politik und Medien machen einfach nur Werbung dafür. Ja, ich gebe weiter, Herr Wagner. Hallo? Herr Wagner? Stummschaltung? Kleinen Moment, kann man mich jetzt hören? Ja. Super. Also für mich ist das gleichzeitig dann, da wir heute nur bis, also ich nur bis, also ihr könnt gerne auch noch länger machen, ich nur bis 21.30 Uhr dabei sein kann, mein Abschlussbeitrag. Also ich denke, auch wenn die Sendung kurz und knackig war, also wenn ich sowas hören würde, ich stelle mir immer vor, ich wäre ein suchender Mensch, ein suchender Jugendlicher vielleicht. Also da wüsste ich sofort, hier habe ich die Quelle gefunden, wo wirkliche Ausweglösungen gefunden werden können und nicht nur diese korrupten Scheinlösungen, womit die Welt sonst voll ist, auch die übliche Parteienlandschaft oder jetzt die Bundestagswahl. Ich finde es ja auch toll, hatte ich auch am Donnerstag gesagt bei dem Talk, wenn wir unseren Hebel, den wir davor haben, also mit der Wohlfühlstimme Experimentalräume sozusagen zu erobern, zugestanden zu bekommen, ob bundesweit oder regional oder lokal, dass wir das vorher zumindest schon mal mit unseren bescheidenen Mitteln auch als Angebot nochmal wieder in den Ring schmeißen, haben wir ja jetzt gemacht. Also danke für die Zusendung des Links zur Sendung. Ich werde das auch auf, also ich verbreite das auch mit meinen Facebook-Seiten, dass ich darauf hinweise, hier Leute, es gäbe auch die ganz andere Alternative, die echte Alternative, dass man wirklich die Probleme lösen will, statt mit ihnen weiter Geld zu verdienen. Und ja, also da verbreite ich das. Und ich habe noch einen Gedanken zum Abschluss. Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer und Rennen, ich glaube, es hilft uns am meisten, auch wenn wir über diese nötigen Reformen nachdenken und die Probleme in der Welt, wenn wir immer sehen, wir müssen bei uns anfangen. Jeder muss bei sich anfangen. Und also ich finde den Gandhi-Spruch super, seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Und ich möchte das auch noch ein bisschen ausweiten. Also der Herr Dillon hat aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt, dass wir nicht nur ein Problem mit Konzernlobbys haben, sondern dass es ganz viele Sparten gibt, die nur für, was ich gerne, ihre Scheuklappen oder Splitterinteressen da sind. Man kann auch sagen Partialinteressen, so habe ich das früher oft genannt, auch als ich an der Uni studiert habe, weil es sind weder nur die Konzerne, aber es sind auch nicht nur eingerichtete Sparten der Gesellschaft, sondern es ist ja in jedem einzelnen Kopf auch, dass wir eben nicht nach der Logik denken, was ist im Ganzen nachhaltig oder verantwortlich oder was führt da zum Guten, zum Glück der Menschen, sondern wir haben wie zerrissene Puzzleteile, haben wir solche Splitterinteressen, von denen schon der Kopf des Einzelnen zerfurcht ist, sodass er den Gesamtblick nicht hat. Also als Bild könnte man so sagen, wir gehen hin und bei den Puzzleteilen des Lebens, auf die wir stoßen, stutzen wir sie zurecht, schneiden hier was ab, schneiden dort was ab, biegen hier was weg, setzen es dann einfach zusammen, wie uns irgendwelche Lieblingsteilbilder so nett erscheinen und wundern uns dann, dass das Gesamtbild nicht mehr zustande kommt, weil diese verunstalteten Ecken des Puzzles nie mehr so ein Gesamtmotiv wiedergeben können oder sich da harmonisch mit zusammenfügen können. Also lasst uns die Puzzleteile auch in unserem Kopf, die Elemente, die man als Partialinteressen, Sparteninteressen oder Lobbyinteressen bezeichnen kann, lasst uns die aus ihrer Splitterlogik rausreißen und wieder so zusammensetzen, dass da ein Puzzle des echten Gemeinwohls, des globalen Gemeinwohls draus werden kann. Ja, mit dieser Einladung und der Hoffnung, dass dann der heutige Talk auch durchaus da Sprengstoff für Gesellschaftswandel enthält, wünsche ich alles Gute.
Ja, vielleicht noch die Frage, Herr Lischka, haben Sie noch was ganz Wichtiges für heute zur Verabschiedung? Den höre ich jetzt nur ganz, ganz leise. Ach so, Herr Lischka, haben Sie noch was ganz Wichtiges, damit wir jetzt das Ende finden, weil der Herr Wagner muss ja praktisch jetzt weitermachen dort. Haben Sie noch was ganz Wichtiges für heute? Es geht mir um das grundsätzlich Machbare, wenn man solche Projektideen hat wie Capsule Return und sowas. Na, an wen wendet man sich da in der Stadt zum Beispiel? Und ich meine, Produzenten und Fabrikanten, die könnte man ja an einen runden Tisch bekommen. Aber wie geht man dann mit der Stadt um? Ja, die muss ja dann auch ihr Platzett geben, da könnt ihr das hinstellen oder lasst das bitte völlig bleiben und so weiter. Das ist also. Ich habe heute wieder mit den Kölner Parteien geredet, also da ist Hopfen und Malz ja auch verloren, weil das ist ein ganz krankes, verrücktes Politiksystem. Wir brauchen den Erfolg der Partei oder des Kommunenlebens oder müssen über die Kommunen aussteigen. Ja? Das sind die Möglichkeiten. Und ich muss aber noch eine ganz wichtige Sache sagen, die nämlich in der letzten Talkshow am Donnerstag, Herr Wagner, für Sie auch nochmal ganz wichtig. Wie schaffen wir es, dass zum Beispiel nach anderthalb Jahren Neuwahlen kommen? Da könnte man es so machen, die Bundesländer, die bei den 16 Bundesländern die schlechteste Entwicklung bei den Wohlfühlstimmen haben, zum Beispiel die drei letzten von den 16 Bundesländern, da wird dann automatisch, wie so ein Abstiegsmechanismus, nach anderthalb Jahren werden Neuwahlen angesetzt, weil diese drei Länder ja bewiesen haben, diese drei Landesregierungen bewiesen haben, dass sie nicht in der Lage sind, für das Wohlfühlen der Bevölkerung zu sorgen. Herr Wagner, haben Sie das noch gehört? Ja. Ja, gut. Können wir jetzt ein Ende finden? Können wir den Abschied finden für heute? Kurz und knackig die Sendung heute? Ja? Ja. Alles klar, dann bis nächsten Samstag spätestens, ne? Und dann müssen wir das, in Zukunft müssen wir eben auf online umschalten oder so. Ja, das finde ich okay. Mit demselben Link wie das letzte Mal. Wie am Donnerstag. Machen wir das mit Ihrer Google Meet-Technik dann so, Herr Dillinger. Ja, genau. Alles klar, bis dann. Also, an alle, macht euch noch einen schönen Abend und an alle Zuschauer, lasst uns die Welt endlich revolutionieren. Ja, tschüss. Bis dann. Ciao.